Hey, ihr Prismen, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Batman Arkham Origins. Wir sind immer noch auf dem Weg, was weiß ich zu machen. Ich weiß gerade nicht mehr, was letzte Folge passiert ist, ehrlich gesagt. Und ich sehe nur ein Ausrufezeichen. Ach genau, wir müssen diese Funktürme zerstören. Oder besser gesagt, die Störsignale deaktivieren, die von diesem Funkturm ausgehen. Und da oben sind auch bestimmt ein Haufen Leute, Tatsache. Und tschüss. So, jetzt gibt's erstmal ins Gesicht, Mann. Schön kontern, nicht vergessen. Und alle fertig machen hier. Konter. Zack. Du kriegst auch nochmal ab hier. Ich würde nicht nochmal aufstehen. Bleib liegen. Kontern. Zack. Und nein. Feiger Sack, Alter. Oh. Das war jetzt aber nicht so freundlich von dir hier. Oh, das war mal ein richtig krasser Finish. Mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Ich sehe gerade, dass wir das hier schon letztes Mal gemacht hatten. Anscheinend hat das Spiel nicht richtig gespeichert und deswegen muss ich das kurz nochmal machen. Aber inzwischen weiß ich ja, wie es geht. Das ist das Gute daran. Ja, so rum. Ja. Typisch. Okay. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Manu, ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen vom Batarang. Der ist nicht ganz einfach zu steuern, weil er so eine umgekehrte Steuerung von oben und unten hat. So. Perfekt. Und jetzt können wir ja die Tür öffnen. Ja, mit B, nicht mit schlagen. Und da die nächste Tür. Die müssen wir aufstemmen, besser gesagt. Ah, jawohl. Weißt du, wenn du nett gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Wetten? Ja, das hier bleibt draußen, ne? Glückwünsche sind angebracht. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Ah, direkt, gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Lass mich ausreden! Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. Okay, das hatten wir zwar letzte Folge schon gehört, aber... Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Das ist ja nicht so schlimm. Genau, und das hatten wir letzte Folge noch nicht. Übertragung anschließen B halten, okay. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seine Männern die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Okay, Ort zur Karte hinzugefügt. Ach, was ist das denn, ey? Ich habe die Konsole sogar neu gestartet. Es ist nicht zuletzt, weil es auch ein Tag später ist. Und trotzdem funktioniert das hier noch nicht. Das regt mich echt voll auf, ehrlich gesagt. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie beheben kann. Ja, jedenfalls, die Karte hat jetzt zwei Orte mehr. Und wir haben noch einen Stufenanstieg. Unsichtbarer Jägerverbesserungen. Ne, gucken wir erstmal zu den Nahkampfverbesserungen. Ich habe B gedrückt und nicht auswählen. So. Kampfpanzer 2.0, kugelsichere Panzerung 2.0. Wir nehmen erstmal den Kampfpanzer. Bisher wurden wir ja noch nicht so beballert. Ich finde, es lohnt sich noch nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt so richtig viel mit Maschinengewehren oder so. Okay, jetzt erstmal zu
diesem Funkturm fliegen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Nur wie dieses eine Signal. Ich weiß, sollten wir das hacken oder sollten wir es ausschalten? Boah, Alter, ich habe echt ein schlechtes Gedächtnis, ne? Oh, hier, guck mal, hier wurden Bruce Waynes Eltern umgebracht. Hättest das Zeug aus dem Container nicht essen sollen. Hab ja gesagt, dass es komisch riecht. Was soll ich denn sonst machen? Verhungern? Du hättest es kochen sollen. Keime abtöten. Ach ja, hätte ich mal einen der öffentlichen Grills benutzt, die an jeder Straßenecke stehen. Oder vielleicht meinen Ofen. Wer ist es? Na, wer ist das? Okay, ich benutze mal den ferngesteuerten Battering ganz kurz. Ich muss mir den Spaß nochmal erlauben. So. Ja, das macht halt immer Spaß. Na gut, wir haben eine andere Mission, die es zu erfüllen gilt. Oh, jibbi. Es geht rund! Hauptsache, die bemerken mich einfach überhaupt nicht. Also so. Ich meine, Batman ist zwar schwarz gekleidet, aber so dunkel ist es doch da gerade gar nicht. Verdammt sind das viele. So. Und du kriegst auch nochmal einen. Er will nochmal. Du? Bleib liegen. Oh fuck, da hätte ich kontern müssen. Das war mal ein cooler Move. Ah, Mann. Dieser Move dauert einfach zu lange. Da kann man nicht mehr kontern. Das ist das Dumme. So. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Oh, wir haben hier ein Verbrechen im Gange. Wo lang? 61 Meter in die Richtung. Mann, ganz Gotham spielt verrückt. Alle reden über diesen Spinnenimpf. Scheiße! So. Ja, fuck, das ist gar nicht das Verbrechen. Ja, gut, okay. Das war vielleicht ein bisschen dumm von mir. Oh, Alter, das sind aber jetzt richtig viele, Mann. Ah. Ich wollte doch nur diese Rauchbombe werfen. So. Schlagen einfach nur überall hin. So, komm. Kriegt alle nochmal. Ein bisschen dauert es noch, bis wir die Rauchbombe wieder benutzen können. So, Alter, jetzt gibt's hier die richtig harten Kombos, Mann. Und du kriegst den letzten. Perfekt, so jetzt muss ich immer noch dieses Verbrechen aufhalten, das hier im Gange war, aber anscheinend hat sich das erledigt, das wird mir nämlich nicht mehr angezeigt. Das Bat-Signal wird ausgesendet. Nein, nicht in die Richtung. So, die Bat-Beschleunigung hier. Oh, verdammt. Das sind ja gleich wieder Leute von... Also Pinguins Männer hier. Oh, Alter, voll gegen die. Gegen das Geländer gehauen, Junge. Das hat bestimmt wehgetan. Was, Alter? Steht noch? Junge, was haben die für Dickschädel? So, ich sollte vielleicht mal wieder kontern. Sonst wird der Spielfluss einfach aufgehalten. So. Ja, da stand doch eben noch einer und er ist einfach der Letzte, den ich umhaue. So, was passiert jetzt? Achso, okay. Der Batman? Und das soll ich glauben? Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Was zu tun hat, als unsere Ladung hochzunehmen. Zum Beispiel seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemanden gibt's ja gar nicht.
Mr. Cobbleport, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Uhrenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst, gesehen zu haben. Wenn du nicht in 10 so, leise ausschalten, hat geklappt. Moment mal. Und dann musst du dir nie wieder noch übers Sehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Ja, das war nichts. Okay. Können wir hier hoch? Ja. Achso, toll, ich kann keine mehr werfen, super. Dann gucken wir mal eben. Ne, Explosivkill bringt nichts. Wer oder was ist das? Hey, das ist die Ort übrig. Ach komm, gleich zwei umgehauen. Perfekt. So, komm schon, Mann. Euch mache ich doch im Handumdrehen fertig. Du kriegst auch nochmal. Und ich krieg von dir. Ist doch perfekt. Ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ist doch super. Jawohl. Und jawohl, du kriegst auch nochmal. Jetzt, du willst also den letzten kriegen. Hm, das ist nur eine Feuertonne hier. Wir müssen noch weiter. Uff. Falsche Taste, Entschuldigung. Dieses Gleiten ist schon echt cool. Wusstet ihr eigentlich, dass für... Das war ja nichts. Einen nach dem anderen. Wer ist da draußen? Die Fledermaus, du Idiot. Und er hört nicht auf, bis er uns alle erledigt. Was kommt denn das her? Die Fledermaus ist nur ein Märchen. Willst du mich verarschen? Nein, denk doch mal drüber nach. Jeder erzählt was anderes. Er ist 3 Meter groß, er hat Reißzähne, er kann fliegen. Das sind nur faule Ausreden von Leuten, mit denen irgendjemand den Boden aufgewischt hat. Er ist echt... und gefährlich. Okay, es geht langsam in Richtung Industriegebiet. Was ich sagen wollte, wusstet ihr eigentlich, dass für Batmans Cape ein einziger Programmierer zuständig war? Also ein einziger Typ hat das Cape von Batman animiert und nichts anderes an dem ganzen Spiel gemacht? Finde ich total geil. Allein schon, dass er es wirklich gemacht hat. Moment, war ich da nicht eben vorhin schon? Oder ist es wieder ein neuer? Ja, also dieser Funkturm hier. Komm ich hier irgendwie rein? Nein? Gut, okay. Mein Ziel ist auch gerade aktuell ein anderes. Da lang, okay. Weiter in die Richtung. Ja, das Blöde ist halt echt, dass ich meine Karte nicht so gut verwenden kann. Weil ich kann das nicht abschalten. Super. Es bringt einfach gar nichts. Okay, wo bin ich ungefähr? Alter, mach mal ganz ruhig hier. Okay, so weit ist das nicht mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich hätte mich krank melden können oder so. Wäre dann deine letzte Meldung gewesen. Und dann wahrscheinlich hierhin. Irgendwie. Und zack. Ah, fuck man. Vielleicht hätte ich mir doch mal die kugelsichere Panzerung erhöhen sollen. Oh, ist gut. So, komm. So, Junge. Was ist denn das hier? Diese grünen Wellen, sind, ist das so ein Sender, den ich ausschalten soll nebenbei immer? Zack. Okay, das scheint der letzte gewesen zu sein. Das ist sogar wirklich so ein Sender. Aussichtspunkt, achso. Ist das auch noch so ein Sender? Und hier kommt dann wahrscheinlich das komische Signal vom Pinguin her. Das es zu deaktivieren gilt.
So, erstmal wieder entschlüsseln hier. Autoabfangen aktiv. Übertragungen auf dieser Frequenz werden automatisch abgefangen, denke ich, stand da. Leute, zugehört. Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall am Jezebel Plaza eigentlich abblasen sollte. Da bist du. So ein netter Kerl. Finden Sie doch statt. Also bewegt euch rüber zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Gut. Der Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Alles klar, das wäre es dann auch erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, cool, haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao. Und damit willkommen auf dem wahrscheinlich etwas kürzeren Endscreen. Ich habe in der ersten Folge, war der doch vielleicht ein bisschen lang. Ich denke, ich habe den inzwischen verkürzt. Ich weiß es noch nicht. Ich habe die erste Folge bisher noch nicht mal hochgeladen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich vielleicht den Pinguin treffen, denke ich mal. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und bis dann.